Also die Begeisterung für Unwetter reicht zurück, seit ich mich erinnern kann, seit ich ein Kind war. Ich wollte immer schon dann zum Fenster gehen, wenn es draußen geblitzt hat. Am Abend habe ich es auch nicht im Bett ausgehalten, wenn ein Gewitter aufgezogen ist. Und wie ich dann meine erste Digicam bekommen habe und das fotografieren konnte, da ist die Leidenschaft dann so richtig entflammt. Für Skyone Austria führe ich heute ehrenamtlich Unwetterbeobachtungen in Echtzeit durch und melde sie an den Wetterdienst. Aufgrund des Klimawandels ist von einer Häufung von Extremwetterereignissen auszugehen und deswegen wird die Verbesserung von Wetterwarnungen und das Schärfen des Bewusstseins für die Allgemeinbevölkerung immer wichtiger. Ich habe überlegt, mein Hobby zum Beruf zu machen, bin aber froh, dass ich mich damals dagegen entschieden habe. Während dem Studium habe ich bei Windenergie ein Praktikum in der Windkraftabteilung absolviert, konnte dort auch schon in die Photovoltaik hineinschnuppern. Das hat mir damals so viel Spaß gemacht, dass ich geblieben bin. In meiner täglichen Arbeit sehe ich meinen persönlichen Beitrag und was ich für die Gesellschaft bewirken kann. Heute bin ich bei Windenergie für die Planung der Instandhaltung der Photovoltaik- und Windkraftanlagen zuständig. Egal ob im Beruf oder privat, jeder von uns nimmt Einfluss auf das Klima. Wir sind die letzte Generation, die das Ruder noch herumreißen kann. Jede Handlung, auch wenn sie noch so klein ist, kann etwas bewirken.